Servus und willkommen hier auf dem Kanal von Ice Total jetzt. Hier ist natürlich wieder euch Ice und ich möchte euch natürlich wieder begrüßen zu einem Minecraft Bucket Plugin. Wir kommen wieder zu City Signs, wir kommen zu der ersten Klasse und zwar zum Blacksmith, also den sogenannten Schmied. Wo ich das Video eben gerade machen wollte, war ich schon auf dem Server, beziehungsweise, ja, ich war auf dem Server, weil ich jetzt so zuerst im Wiki habe ich so überlesen, nicht groß viel gelesen habe, aber ich wusste die Befehle, ja, und die alten Befehle gelten nicht mehr. Das war noch City Signs 1, wo ich City Signs auf meinem Hauptserver hatte. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall müssen wir uns noch zusätzliche Dateien runterladen, dass auch wir den Blacksmith haben. Alle Links natürlich in der Videobeschreibung. Gehen wir einfach drauf, dann haben wir hier die aktuellste Version. Den Blacksmith, die einfach runterladen und dann einfach nicht in den Blacksmith, ja, einfach in den Bucket, in den Plugins Ordner schieben. Ich habe die mir einfach nur blacksmith.jar umbenannt, einmal Server starten, wieder stoppen. Danach generiert sich hier der Ordner Blacksmith und öffnen hier am besten die Config mit Notepad++. Ja, da müssen wir mal ganz kurz hier was rausnehmen. So. Haben wir das alles? Das müssen wir auch einmal ganz kurz rausnehmen. So, das ist jetzt erstmal die Konfigurationseinstellung, so wie es eigentlich standardmäßig ist. Das heißt, wir haben hier ein Mindestens, ein Minimum und ein Maximum. Das heißt, für das Reparieren von Rüstung oder Schilder oder ja, von Gegenständen, sagen wir es mal so. Gibt es Minimum und Maximum. Dafür verlinke ich euch einmal auf der zweiten Seite. Und zwar, jetzt muss ich selber nochmal gucken, haben wir hier eine kleine Default-Einstellung, welche wohl in der Videobeschreibung einmal reinposten. Die Default-Einstellung, das heißt hier die Basic-Preis. Default gleich 10 und dann haben wir hier ein Diamantschwert auf 45. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel eintragen, was ich jetzt natürlich ganz kurz mal mache, um das euch mal ein bisschen näher zu erläutern. So, trage ich das jetzt einfach mal hier ein. Das heißt, wenn ihr ein Diamantschwert reparieren, dann kostet es Maximum 45. Solltet ihr natürlich ein anderes Schwert haben oder eine Rüstung, dann kostet das grundsätzlich hier 10 Ingame-Währung. Spielt in dem Sinne keine Rolle, welches Material. Gut, also müsst ihr das dann hier in dem Sinne erweitern. Zum Beispiel Iron Sword Doppelpunkt, was ich 20 zum Beispiel, dann habt ihr Eisenschwert, was dann zum Beispiel 20 kostet und nicht mehr hier 10. Das müsst ihr in dem Sinne hier einstellen. Dann kopieren wir uns das zum Beispiel und dann haben wir hier noch den Minimum. Da tragen wir das natürlich auch ein und da können wir jetzt zum Beispiel sagen, mindestens, was ich hier, 10 zum Beispiel und das Schwert auf, ja, 5 oder 3 können wir auch einstellen. In dem Sinne müsst ihr das natürlich je nachdem ein bisschen ergänzen. Den müssen wir richtig hinrücken, damit das auch passt. So, dann haben wir natürlich hier die Message. Ja, könnt ihr eindeutschen nach Bedarf. Das müsst ihr selber. Dann Drop Items auf True lassen, ist natürlich klar. Und dann haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Delay in Sekunden, also den Delay. Der wird hier auf Minimum und Maximum, Maximum und natürlich Minimum. Zwischen 5 und 30. Ich lasse das jetzt hier so in der Standardeinstellung. Und dann haben wir hier unten noch das Enchantment. Das werde ich jetzt in diesem Video jetzt nicht zeigen, weil das wird ihr aber auch auf jeden Fall hier alles in der Wiki-Seite. Hier steht das nochmal alles mit dem Enchantment. Genau. Das könnt ihr dann hier je nachdem einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Finde ich jetzt zum Enchantment eigentlich nicht, weil der sollte schon nur als Heiler gelten. Das heißt nur zum Reparieren. Danach speichern wir natürlich und schließen die.
Und zu den Permissions hatte ich natürlich auch schon mal ein Video rübergebracht. Ja, einfach mal jetzt das linke Video ist noch mal oder ja, auf jeden Fall das Video ist noch mal das Grundvideo, also die Basic, wie man das alles erstellt noch mal. Könnt ihr euch ja noch mal kurz angucken, je nachdem. Da erzähle ich das noch mal über die Permissions, aber die sehen wir hier auch noch mal und zwar muss ich ganz kurz gucken. Beschaffen. Permissions. So, da haben wir sie. In dem Sinne blacksmith.reforge. Ja, das war es eigentlich schon. Das müsst ihr denn in dem Sinne eintragen für den Blacksmith. Ja, und das war es eigentlich schon. Und wie sagen, dann sehen wir uns gleich im Game. So, und jetzt sind wir im Game. Das heißt, wir erstellen uns in zwei verschiedenen Variationen einen Blacksmith. In dem Sinne den Schmied. Das gibt es jetzt in zwei verschiedenen Versionen. Ja, machen wir eigentlich Nummer 1, ganz normal zum Beispiel NPC, Create und dann zum Beispiel einen Namen. Ich nenne den jetzt mal Smitty. Erstelle mir den jetzt einfach. So, und wenn ich den jetzt hier drin habe, kann ich ja mit slash npc eine Info ausgeben. In dem Sinne kein Trade, also keine Klasse. Das machen wir jetzt ganz einfach mit slash. Ja, Trade und dann den Black Smith. So, dann wurde der Blacksmith hinzugefügt. Das heißt, mit Info kriege ich jetzt Trade Blacksmith. Das ist jetzt die eine Möglichkeit. Die nächste, den remove ich erstmal wieder, also den lösche ich erstmal wieder. Die zweite Möglichkeit, was finde ich auch die schnellste Möglichkeit wäre, wäre ja in dem Sinne der gleiche Befehl. Create Blacksmith, Leerzeichen, minus minus. Und dann geben wir jetzt eigentlich nur Trade und dann wieder den Black. Blacksmith. So, wurde er hinzugefügt und dann kann ich natürlich auch nochmal mit slash npc die Info ausgeben und da haben wir den Blacksmith, also ja, den Blacksmith. Gut, ich mache jetzt nochmal kurz npc equip. Ist das jetzt richtig? Moment. So, ich habe mit dem Befehl equipped eigentlich nur ja, den mal ein paar Sachen gegeben zum Anziehen. So, ja, kein Mod drauf. Gut. GM1. Leerzeichen bitte GM1. So, dann muss ich mir mal ganz kurz mal was bauen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir auch ruhig Schwerter. Ja, nehmen wir uns mal das hier. Und ein Werkzeug. Ja, ruhig mal hier so eine Eisenschaufel. Gut. GM0. Gut. Dann baue ich mal ganz kurz mal hier ein bisschen was ab. Ja. Falls ihr euch wundert, auf was für ein Server ich hier bin, ich bin auf meinem alten Public Server. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Gut, dann bauen wir einfach jetzt hier mal ein bisschen was weg. Ja, müsste eigentlich reichen. Und ja, sollte man natürlich nicht machen. Ist für jeden Player eigentlich strafbar. Aber naja, ich bin ja kein Let's Player, von daher kann ich das auch mal machen. Gut, jetzt gehe ich einfach hier hin zum Blacksmith und mache einfach mit rechts. Ja, und dann wurden mir 93 Dollars abgezogen. Und jetzt hat er mir das Schwert geklaut. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt mehrmals draufklicke, ist auf jeden Fall auch
Denn blau das, das war diese Zeit zwischen 5 und 30 Sekunden. Das heißt, der behält das ganz kurz, schmiedet das in dem Sinne komplett neu und dann kriege ich es wieder, ja, bis es heil ist. Gut, das gleiche ist hier mit dem. Ah, okay. Hier sagt er natürlich, jetzt kriegen wir eine Fehlermeldung. Ganz einfach, und zwar muss es in der Config alle Items eingetragen werden, sonst funktioniert das nämlich nicht. Ich glaube, wir hatten nämlich noch ein Eisenschwert, glaube ich. Ich glaube, ein Eisenschwert, wenn ich es jetzt nicht, ich hoffe, ich habe es mit übertragen. Also nehmen wir jetzt einfach noch mal ein Eisenschwert. GM0. Ja. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ja, sieht natürlich auch hier sehr entzückend aus jetzt. Gut, gucken wir mal, ob es geht. Wenn es jetzt bei mir jetzt nicht geht, dann habe ich es in dieser Config auf dem Server jetzt nicht eingetragen. Ja, doch, habe ich eingetragen. Klicke ich nochmal drauf, dann dauert das ein bisschen und dann kriege ich es auch gleich wieder. Hier gucken wir mal ganz kurz, bis ich es mal wieder bekomme. Das wäre mal sehr interessant, wenn ich es mal wieder kriege. Ja, maximal 30 Sekunden. Okay, je nachdem. Könnt ihr natürlich in der Config natürlich ein bisschen runterregeln. Wie auch immer. Gut. Und dann sollte ich es eigentlich wiederbekommen. Genau. Und es ist auch wieder heile. Gut, also wie gesagt, ihr müsst natürlich in der Config alle Materialien, die ihr oder die der Backsmith erstellen darf, oder reparieren darf, eintragen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Wie ihr hier seht, erkennt er das Item einfach nicht. Und dann gibt es nämlich hier die Fehlermeldung. Also, ja, müsst ihr diese Configs einfach anpassen. Gut, ich hoffe, das war ein, ja, hilfreiches Video, wie auch immer. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Sollten natürlich Fragen sein, so postet einfach in die Kommentare oder geht auf meiner Page unter www.mc-imp.de. Geht in das Ticketformular, schreibt mir ein Ticket oder direkt per E-Mail an info@mc-imp.de. Oder sollte das Forum schon aktiv sein, was ich eigentlich hoffe, dann könnt ihr natürlich euch im Forum registrieren und euch dort in den Bereich als Tutorials und dann Plugin ja, und dann auch dort eure Fragen stellen. Gut, das war's von mir jetzt wirklich. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.